Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und wie ihr seht, ich bin im Wald unterwegs. Diesmal nicht in dem üblichen Waldgrundstück, weil ich habe gerade dort Pause. Aber auch heute möchte ich eine Wildkamera einsammeln. Aber vorab möchte ich euch noch etwas zeigen. Wer gerade neu auf meinem Kanal gelandet ist, kann gerne ein kostenloses Abo dalassen und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch die Glocke daneben. Aber jetzt seid gespannt, was ich euch zeigen will. Hier sind wir dann schon angelangt an dem, was ich euch zeigen wollte. Also hier ist auch, es müsste ein Dachs sein, laut den Laufspuren. Und wie man sieht, ist der auch belebt. Und der ganze Hügel ist hier durchbaut. Hier auch nochmal, auch frisch. Und ich muss auch hier aufpassen, wo ich hier hintrete. Weil dort ist der nächste Bauausgang. Da ist mal ein Angefangener. Hier ist ein alter Bauausgang. Hier oben ist ein alter Bauausgang. Weiter geht's denn hier. Da ist denn auch noch ein Bauausgang. Hier denn auch noch mal. Und man sieht auch immer hier wieder Tapsen drin und es sieht mir definitiv aus nach Dachsspuren, wobei auch Rehwild hier oben lang läuft. Und wie man hier unten sieht, dort sind auch immer wieder Spuren. Also der ganze Hügel ist hier so ziemlich durchlöchert. Hier, den habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist nämlich auch noch ein Eingang. Und das zieht sich hier auf den ganzen Hügel lang. Was es aber hier schwierig macht, eine Wildkamera aufzustellen, hier hinter mir läuft gleich ein Weg lang. Also die Kamera würde man ganz schnell entdecken, auch wenn ich sie noch so gut tarnen würde. Deswegen lasse ich es lieber. Und ich hatte ja vorab gesagt, das ist auch nicht mein Bereich, wo ich sonst meine Kameras aufstelle. Aber dazu kommen wir jetzt. Und zwar sammle ich die Qlife PH960W wieder ein. Die habe ich hier in der Nähe versteckt und mal gucken, ob hier was drauf ist. Zumindest in dem Gebiet ist viel Dammwild unterwegs. Ich hatte unterwegs schon zwei Stücke gesehen. Und wenn da jetzt was drauf ist, kommen natürlich die Aufnahmen jetzt. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Gebt mir ein Like dafür und schreibt auch gerne einen Kommentar dazu, wie ihr die Stelle hier von dem Dachs Berg. Vielleicht wohnt auch hier der Fuchs, weil die bauen ja, die leben ja auch gerne mal zusammen in einem Bau. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr meint. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Bis dahin, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.